geht insbesondere darum, dass die Schüler mit dem Thema MINT vertraut werden, mit dem Thema Klimaschutz vertraut werden. Hört halt sehr viel in den Medien aktuell von Klimawandel und es betrifft uns natürlich auch alle und vor allem meine Generation, die jetzt aufwächst, und da hört man immer vieles und will halt selber aktiv werden, um selber sozusagen was zu verändern, und natürlich ist sowas halt die perfekte Chance dafür. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie so ein Tag in der Universität aussehen kann, und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe am Klimakongress gelernt, wie auch Wissenschaftler gegen den Klimawandel arbeiten und dann neue Methoden entwickeln, wie man gegen den Klimawandel vorgehen kann. Ich fand es eine sehr schöne Erfahrung, besonders der erste Beitrag von der Frau Professorin war sehr schön. In dem zweiten Vortrag hatten wir einiges über die Energiewende herausgefunden. Danach war ich noch bei einem interessanten Workshop vom kleinen Startup hier direkt aus Hamburg. Ich vertrete ein Startup, das die Welt rettet, und zwar in zwei Bereichen. Einerseits das Klima und auf der anderen Seite die Menschen. Ich war ganz begeistert, wie aufmerksam die angehenden Forscherinnen und Forscher Fragen gestellt haben, auch Probleme in unserem Konzept identifiziert haben und Vorschläge gemacht haben, wie man diese bearbeiten kann. Das schönste Zitat von heute fand ich, dass man jeden Morgen aufstehen sollte und sagen kann: Ich mach bei dem Scheiß nicht mit.